Hallo und herzlich willkommen zurück bei Papers, Please. Wir sind bei Tag 28, da wollen wir einfach mal fortfahren. Die Wahrheit von Astotzka, Kolechien spielen verrückt, Top-Unterhändler, Sprengkonferenz mit bizarrem Verhalten und das Siegel des Ordens oben drüber oder der Patch oder was weiß ich das genau ist. Also wahrscheinlich ja, Siegel passt glaube ich schon. So, wir haben den 20. Dezember 1982. Inspektor, aufgrund der fortwährenden Angriffe weitet das Ministerium für Information die Konfiszierung von Pässen aus. Alle astotzkanischen Pässe von Einreisewilligen aus dem Inland sind zu konfiszieren. Ausnahmen werden nicht gemacht. Ausländische Pässe sind nicht zu konfiszieren. Okay, jetzt müssen anscheinend die alle astotzkanischen Pässe müssen wir jetzt konfiszieren. Ach, hier liegt auch wieder viel zu viel Mist oben auf unserem Arbeitsplatz. Das ist aber nicht wirklich schön sauber. Das gefällt mir natürlich nicht so. Das muss natürlich ordentlich sein. In so einem... ja, in so einem Beamtengebäude. So, haben wir auch schon den ersten. Baro Schorde. Jorge. So können wir direkt dann auch den Pass konfiszieren. So, Polio-Impfung. 81, hält 3 Jahre lang, das passt soweit, das können wir direkt weglegen, Lenny Former. Jo, Geburtsdatum, stimmt über 91, 1,80, das passt auch. Ja, sieht doch auch ganz ordentlich aus, es ist gültig, ich glaube das Porträt, das stimmt auch. Ich denke, wir konfiszieren das Ding einfach und ja, lassen ihn durch. Und willkommen zu Hause, guter Freund. Hier, das Impfding kannst du auch mitnehmen. Pass ist weg, ne? Für immer, hoffentlich. Wir können das machen. Wir machen das auch. So muss es gemacht werden hier an der Grenze zu Astotzka. Sonst ne, kann ja jeder kommen. So, wir haben hier Simon Grunditz. Auch wieder ein Inländer. Polioimpfung passt. Ja, stimmt auch überein. Das ist okay. 84 Kilo, 1,72. Denke ich, das passt auch. Geburtsdatum ist auch richtig. Männlich. Ostchristin. Ja. Schaut doch ganz gut aus, würde ich sagen, Simon. Oder? Ich glaube, ein Krimineller bist du nicht, ne? Deswegen würde ich sagen, hier, nimm dein Mist und dann, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Kannst du wieder vorbeikommen. Wenn er jetzt jedes Mal, wenn man ins Ausland geht und dann wieder zurückkommt, der Pass konfisziert wird, das wäre schon ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Aber gut. So, diesmal ein Ausländer. Freunde besuchen. 2 Wochen. Einreisegenehmigung. War das nicht. Braucht man nicht ein Visum? Guck mal hier, du brauchst ein Visum, Freundchen. Das ist eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Was zur Hölle soll ein Visum sein? Ja. Eine Einreisegenehmigung, ich meine, ein Visum. Ja, davon habe ich gehört. Hört sich selten dämlich an. Ja, das kannst du schon so der Ansicht sein. Das Problem ist, dann kommst du halt einfach nicht durch, ne? Einer sich nicht mehr, wenn ich mehr akzeptiere, das Visum ersetzt beide. Mach mir die Arbeit leichter. Mir doch scheißegal deine Arbeit. Verdammte Scheiße. Einfach mal schön noch ein bisschen durchfluchen. An den Beamten den Abend kann man es ja auslassen. So, du hast ein Visum. Polioimpfung passt. Benito Penel. Ich glaube, das ist gut. So, was haben wir denn hier? Pass hier stimmt. 74, ein Monat. Was hast du gesagt? Besuch? Ein Monat. Yo, 1,65 ist auch richtig. Impor. Siegel ist gültig. Dicke Brille. Ich glaube, da haben wir ein Problemchen. Müssen wir am besten einfach mal kurz die Fingerabdrücke, ne, kontrollieren. So muss es sein. Funktioniert das hier? Sie sieht unterschiedlich schon mal aus. Ich glaube, du wirst direkt eingebuchtet, Freundchen. Yes! Wieder 5 astuzkanische Dollar mehr auf unserem Konto. Der nächste. Läuft ganz gut hier. Wir sind gut in den Tag gestartet. So gefällt mir das. Wer bist du? Inländer. Sie sind ja nur noch Haut und Knochen. Ich wette, sie haben überhaupt nichts an den Armen. Kommen Sie doch in unser Studio. Die Muckibude, Ostchristin, ordentlich. Ja, ein super Flyer, sehr gut gemacht, ne? Muss man sagen. So, Polioimpfung, Sebastian Payne.
25.10., das ist ja, ist ordentlich. Ist gültig 65 Kilo, 1,68. Sieht doch ganz gut aus. Geburtsdatum stimmt auch. Ich würde sagen, Pass wird konfisziert und du kannst durch. Bis zum nächsten Mal. Ups, das behalten wir hier. So, tschüss, Flyer. Ach, komm, nimm das Ding mit. Eine Muckibude. Wenn genau das tun wir. Was hat er gesagt? Eine Muckibude werden auch sie garantiert Muskelmasse aufbauen. Okay. So. Wer bist du? Transit. Einen Monat. Moment mal. Transit? Du kommst zu Besuch hier, steht. Dann haben wir ein Problemchen direkt. Gut, ich bin nur zu Besuch. Aha, ja. Die haben wir wieder gern. Da würde ich die Leute am liebsten direkt ablehnen, ne? Tonoska. Jo, das passt schon mal. Sonst. Ablaufdatum. Ist auch okay. Republien. Lesandi ist gut. 44, 1,59. Jo, kleiner Kopf. Kommt hin, würde ich sagen, ne? Deswegen, Visum scheint doch ordentlich zu sein hier alles. Kannst du durch. Tschüss. Kein Ärger machen, genau. Immer schön sauber bleiben. Wir wollen ja dann nicht da dich später dann im Knast sehen. Außer wir buchen dich selbst ein, natürlich. So. Kein krimineller Abriss. Schon wieder. Was ist denn jetzt los? Es ist wieder mal einer gestorben. Wir sind ein bisschen zu langsam gewesen. Das heißt, ja, das wird jetzt ziemlich in die Miesen gehen, aber naja. Das MFI hat die Pässe ihrer Familie konfisziert. Warum das denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich würde sagen, wir streichen einfach mal die Nahrung. Dann bleiben wir auf dem Status quo. Arrestbonus 10. Ja, es war nicht so gut, leider. Aber gut, naja. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt in den nächsten Tag. Es sind ein bisschen zu viele Attentate hier an unserem Grenzposten. Kinderserienmörder flieht aus VF-Gefängnis. Feindliche Föderation wahrscheinlich. Simon Wenz, geboren in Astotzka, auf dem Weg nach Hause. Der kommt dann wahrscheinlich bei uns vorbei. Simon Wenz. Mal gucken, ob ich mir das merken kann. So, 21. Dezember. Inspektor ist mal wieder hier. Inspektor Arschgesicht hier. Lange nicht gesehen. Lesen Sie heute Ihre Depeschen besonders gründlich. Wir werden mit vielen Arbeitern sprechen. Ihre Befragung steht vor der Tür. Ich werde Sie persönlich leiten. Es besteht kein Grund zur Sorge. Arbeiten Sie hart. Machen wir doch immer. So. Alle Beamten müssen sich einer eingehenden Befragung unterziehen. Unterstützer und Sympathisanten illegaler Gruppen werden unverzüglich verhaftet. Ihre Befragung wurde angesetzt für den 24. Dezember. Verlassen Sie nicht das Ihnen zugewiesene Gebiet. Astraskanische Pässe von Bürgern aus dem Inland sind weiterhin zu konfiszieren. Sonst irgendwelche Änderungen? Nö. Lebe Astotzka, okay. Also nichts Neues. Wir müssen die Depeschen gründlich lesen. Naja, ich weiß nicht, ob wir das auswendig lernen müssen oder was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall legen wir los. Mit dem ersten. Brille, okay. Asylbescheid. Moment mal, du brauchst doch ein Visum, oder nicht? Oder brauchen Asylanten kein Visum? Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Du brauchst kein Visum, okay. Ups, dann gucken wir hier. Das stimmt soweit. Hier, das sieht auch richtig aus. Passt. So, was haben wir denn hier? Ivan Polin. Keine Polio-Impfung. Ich würde sagen, wir haben ein Problem. Polio, das, du hast kein Polio. Hier haben wir die Diskrepanz. Mir fehlen die Worte, ja, mir auch. Hier, Grund, zack und abgelehnt. Ups, tschüss. Ich glaube, das ist der erste, den wir wegen mangelnder Polio-Impfung ablehnen. Seitdem die Regel eingeführt wurde. Oh, Jorge, guck mal.
Da, ich habe Zeitung gelesen. Nach Stotzka geht es ja gerade drunter und drüber. Vielleicht willst du ja für eine Weile verreisen. In Oberstdorf ist es schön leicht, nebenan im Norden. Man hat unsere Pässe konfisziert. Wir können nicht weg. Na, das ist aber kein gutes Zeichen. Warte mal, ich kenne da einen. Gefälschte Urkunden für Oberstdorf. Der braucht nur echte Pässe, damit er loslegen kann. Der ändert die Daten so, dass sie passen. Habe ich auf die harte Tour gelernt. Sieht total echt aus. Einreise, ich nehme ich faire Preise. Keine Fragen. Schnelle Bearbeitung. Pass mal 20. Einreisebeleg 5. Aha. Kunde muss obristanischen Pass zwecks Änderungen vorlegen. Service an der Grenze von Astotzka-Obristan. Fragen Sie nach Timofey Wee. Jetzt müssen wir, sollten wir dem noch obristanische Pässe konfiszieren. Wahrscheinlich, ne? So, Jorge, guck mal, was denn hier mit dir ist. Du bist ordentlich geimpft, so wie es aussieht. Costava 62 Kilo, 14 Tage, was hast du gesagt? Man weiß nicht genau, wie lange er hier bleibt und ja, das ganze Zeug halt Obristan, yo. 1,65 ist auch gültig, Schnurrbart, das passt auch, Skal Obristan. Ich habe eine Idee, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich würde sagen, wir konfiszieren einfach seinen Pass und lehnen ihn ab. So, wir sind ein richtiges Arschloch. Vielleicht hast du recht, du machst vielleicht besser eine kleine Pause. Hey, was zur Hölle? Du hast mir mal den Pass abgenommen. Du siehst doch, wie teuer der war. Sie haben gesagt, ich brauche echte oberstdorfische Pässe. Ah, Mann, also schön, ich hole mir einen neuen, aber traurig bin ich schon ein wenig. Lerne das Flugblatt auswendig und rück's wieder raus. Okay, 20 pro Pass und dann Einreisebeleg 5 und wir brauchen oberstdorfische Pässe. Für die ganze Familie wahrscheinlich. Naja, wir gucken mal. Aber es ist ein cleveres Kerlchen, die fälschen was ein, viel Glück. Wir konfiszieren einfach jede Menge Pässe jetzt aus Obristan. Also nicht zu viele, weil ansonsten geht uns die Kohle aus. So, Import. Transit. 2 Tage, 82 Kilo. Wir gucken erstmal hier Polio, das passt. Simon Affekt, das ist richtig. 82, 178 passt. Import, yo. Ich würde sagen, ist auch gültig. Enkyo, Impo, ich glaube, das stimmt auch. Ja, dann, ups. Hey, so, hier, nimm das Zeug wieder mit. Schnell. Na, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, weil es ist relativ viel Zeit verstrichen. Mich horch immer wieder. Ansonsten, ne? Andrew Lee. Das passt schon mal, das habe ich gerade kontrolliert. 93, 1,96. Das stimmt aber nicht, oder? Da haben wir eine Diskrepanz hier, Freundchen. Bitte lassen Sie mich durch. Antegrien, ja. Das geht leider nicht. Können wir nicht konfiszieren, zumindest. Da haben wir auch ein Problem. Die sind auf jeden Fall unterschiedlich. Ja. Direkt arrestieren, würde ich sagen. Ordentlich im Knast. Jede Menge Zeit darüber nachzudenken, über deine Schandtaten, die du hier vollzogen hast, du Schwein. So, der nächste. Gute Frau. Vreni Govaro. Obristan, oh. Aber wir können die nur konfiszieren, glaube ich, wenn wir sie auch ablehnen, ne? Polio ist okay. Würde ich sagen, das stimmt. 52, 1,67. Müssen wir prüfen. Transit 2 Tage. Oh, haben wir ein Problem. Unterschiedliche Angaben. Natürlich, ich bin noch auf der Durchreise. Okay, 1,67, dass wir die da nicht einbuchen können, ist auch eine Schweinerei. Lange Haare, jo. Gültig. Mergerus. Müssen wir nochmal gucken, ob das richtig ist. Obristan. Jupp. Ja, ansonsten scheint es doch gut zu sein. Moment mal. Das stimmt auch tatsächlich. Na gut. Pass können wir nicht konfiszieren, wenn wir sie nicht durchlassen können, glaube ich. Und wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Kohle machen. Nicht, dass wir wieder eine Verwarnung kriegen. So, du bist Inländer. Beziehungsweise Inländerin. Casey Beckwith.
Poliovus ordentlich geben. 50 Kilo, 1,73. Ja, müssen wir das mal kurz überprüfen. Geburtsdatum stimmt überein. Ost-Christine passt, ist auch gültig. Ich würde sagen, das konfiszieren wir. Und so, zack. Tschüss, der nächste. Der Pass wird konfisziert natürlich. Wen haben wir hier eigentlich? War das Rory? Ne, der sieht ein bisschen anders aus, ne? Ah, dieser ungültige Distrikt. Mist, habe ich nicht darauf geachtet. Schauen Sie das gut an. Simon Wenz hat sie mir genommen. Ich folge ihm schon seit vielen Wochen. Ich weiß, dass er bald hierher kommt. Ich weiß, das ist ein kleiner Gefall. Lassen Sie ihn durch. Was? Ich komme wieder. Sie geben mir einen Pass nicht, ich spüre ihn auf. Aber nehmen Sie ihm den Pass ab. Aha. Der will irgendwie Rache. Das ist der Simon Wenzes, der Mörder aus der Zeitung. Hier, der hier. I love you, Daddy. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir dann damit machen, ne? Nächste erstmal. Mit Simon Wenz. Erstmal die Dame hier. Ach, wieder jede Menge Dokumente. So, gucken wir das hier schon mal an. Daniela Marcek. Ja, scheint auch Polio ordentlich geimpft zu sein. Gültigkeit ist gegeben. 60 Kilo, Arbeit 2 Monate. Jo. Das stimmt. Republien. Bostan, jo. Daniela, Moment mal. Müssen wir Fingerabdrücke nehmen. Ich habe meinen Namen erst neulich geändert. Das kann schon sein, aber das müssen wir trotzdem überprüfen. So, ja, das scheint eigentlich auch ordentlich zu sein. Also das sehe ich aus dem Schiff, dass das richtig ist. Deswegen würde ich sagen, können wir da nichts meckern. 1,74 passt, glaube ich, auch. Kurze Haare. Aber ist richtig. Okay, Republien. Jo, dann würde ich sagen, lassen wir dich durch. So, das hier, nimm das alles mit hier, ganzen Mist. Sehr gut. Ja, wir haben immerhin noch 9 Fälle geschafft. Oh! Alias entspricht nicht den Akten. Mist. Verbockt. Schade. Ihre Frau hat ein altes Familienfoto entdeckt. Sie können nun allein nach Obristan flüchten. Ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen. Ich weiß zwar nicht, wie lange wir warten können dürfen. So, erstmal die Heizung abschalten. Es geht uns auch langsam das Geld aus. Also wenn, ja, wenn das weiterhin so brenzlig wird, dann müssen wir da mal gucken. Aber für den Moment würde ich sagen, wir machen dann einfach mal weiter. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dieser Episode. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn euch das Let's Play gefällt, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Northgate.